Augen sind klein, es ist noch niemand im Büro. Das heißt, wir drehen wieder einen Tag mit und ihr habt ihn euch gewünscht, ihr habt ihn gefordert und wir haben ihn natürlich für euch, Jordani Nanny. Und genau den hole ich jetzt ab. Morgen, Jordan. Morgen. Morgen. Wir lassen die Dame noch einmal kurz durch. Sehr gut. Und ausgeschlafen? Fast. Also ich kann sagen, ich nicht, ja? Und dadurch, dass ich noch nicht ganz wach bin, hörst du? Super. Super. Gehen wir mal los. Wann habt ihr den Treffen? Wie, ich sag das so. Ich habe gesehen, dass... 8:30 bis 9 Uhr ist so vorne. Ja. Und da ist auch noch Treffen in dem Zeitraum. Musst du noch einen Corona-Test machen? Ja. Immer noch? Ja, ich habe keinen Antikörper, oder zu wenige. Zu wenige? Mhm. Bei mir haben die mir überhaupt nicht Bescheid gesagt. Ich musste das auch machen. Ja? Und mir haben die gar nicht Bescheid gesagt. Ich dachte, eventuell hatte ich das auch schon und ich wusste es nicht. Mhm. Wäre natürlich sehr gut gewesen. Nee, ist ja nicht so gut. Wie war's denn? War Horror? Horror? Nee, das war nicht der Horror, aber ich kann bis heute nicht riechen und nicht schmecken. Wirklich? Ja. Maxi hat mir dasselbe also erzählt, aber er meinte, es geht mittlerweile ein bisschen besser. Nee, geht gar nichts. Und das ist noch nicht so lange her, ne? Sag mal, wohnst du da oder wohnen deine Eltern mit dir da? Oder? Ja, Jessica hat mir noch gesagt, dass du mit deinen Eltern noch wohnst. Nächstes Mal ist das Englisch. Ja? Die Katastrophe. Ja. Ich denke, das ist immer Stau. Total, also sehr viel los. Wer wohnt noch in der Wohnung? Dein Vater, deine Mama? Ja, unbestimmt. Dein Kleiner? Nein, sie ist älter. Wie alt ist sie? 25. Okay. Und dann hast du noch einen größeren Sohn, ne? Ja. Der wohnt nicht mehr. Warum wohnst du noch zu Hause? Alleine wohnen ist zu viel Stress, du musst immer einkaufen gehen. In der Zeit ist es kalt. Ja, du wirst es. Und ich will nicht verhungern. 2006 seid ihr hingekommen, ne? Ja. Wo wart ihr vorher? In Chemnitz. Und wie war es da? Nicht so toll. Da war ich tatsächlich einmal arbeiten. Ja. Ja, auch beim Fußball, mhm. FC Chemnitz. War schon hardcore, ja? Ja, war schon. Nicht ohne. Dein Vater hat ja damals da gespielt, ne? Beim Chemnitzer FC. War, wenn ich mich nicht ganz irre, ich habe euch natürlich ein bisschen gegoogelt, und er war der erste schwarze Spieler in der DDR damals. Ja, ne? Das stimmt, ja. Und hat er selber auch erzählt, dass er nicht so gute Erinnerungen an Chemnitz hat. Aber hast du es tatsächlich auch so gemerkt oder war es für dich gar nicht so schlimm? Doch, es war schon schlimm. Also auch teilweise haben Eltern von Kindern mich komisch angucken oder auch beleidigt. Ja. Und damit nicht verstanden hat, aber was soll's. Ja. Ich finde, dass du einen sehr guten Umgang damit hast. Also dass du halt einfach sagst, ja gut, mach dir doch. Ne? Und einfach offen damit umgehst und das auch jedes Mal wieder öffentlich zeigst. Und du hast tatsächlich ja damals gegen Schalke auch Strafanzeige gestellt, ne? Strafanzeige gegen Unbekannt. Ja. Kam da nochmal irgendwas? Nee. Gar nichts mehr. Ne? Gar nicht. Also in meinem Fall war es auch schwer. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass alle Schalke-Fans waren drin. Es waren so ein. Es waren, glaube ich, nicht mal Schalke-Fans. Es waren einfach irgendwelche Leute, die sich vollgesoffen haben und gedacht haben, okay, die nerven jetzt die Bäne. Das ist Ende 2019 war das, glaube ich. Ne? Wie bewertest du die Situation? Guckst du dir die Bilder nochmal an? Ist das noch präsent oder sagst du, ey, ich will da echt einen Haken drunter machen? Gar nicht mehr. Also wie gesagt, es war eine Kurzschlussreaktion von mir. War auch falsch, aber in diesem Moment war es für mich die richtige, weil ich habe keinen anderen Ausweg gesehen, da hat alles zusammengepasst. Ja. Wurde beleidigt, wurde da getreten, der Schiri hat nichts gepfiffen und dann hat sich alles so aufgestaut. Mhm. Und ja, dann war die Flasche mein erstes Opfer. Stimmt, die Kanone. Ja. Oder der Kasten. Ja. Und ja. Einfach vor Wut auf den Boden gehauen. Das war vielleicht dumme Aktion jetzt, aber haben wir darüber gar keine Gedanken mehr. Es ist passiert. Und ich muss nach vorne schauen. Wie lange hast du deinen Führerschein schon? 3 Jahre. Kann immer noch nicht einpacken. Ich schwör's. Okay.
Ich lasse es immer so stehen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Nein, hast du nicht. Wir fahren nur nachher damit wieder nach Hause. Okay. Viel Spaß beim Training. Dankeschön. Bis nachher. Bis nachher. John, du bezeichnest dich ja selber als wahnsinnig guter Zocker, sowohl auf dem Platz als auch auf der Konsole, richtig? Ja. Gut. Und wir haben uns gedacht, wir wollen mal testen, wer ist denn besser, du in echt oder dein virtuelles Ich? Und da haben wir uns drei FIFA-Skillspiele ausgedacht, die du als allererstes jetzt mal absolvierst und wir gucken, wie du abschneidest. Und dann gucken wir, ob du das an der Konsole genauso gut kannst. Und wir starten mit Elfmeter-Präzision. Ja? Also der Ring wird immer im Tor umherwandern und du musst mit 6 Versuchen jeweils immer in den Ring treffen. Okay? Ready? Gut. Eieieiei. Schön hier wieder, ne? Wollen ja nicht fuschen. Das sieht ja gar nichts. Ich hab so die leichte Befürchtung, dass an der Konsole besser ja, laufen wird. Der Danny ist der doch war, da. Oder? War der? Natürlich war der. Okay, Glückwunsch. Erster Treffer, sehr gut. Super. Sehr gut. Was hat's eigentlich mit deinem Torjubel auf sich? Der hier? Ja. Der ist von meinem Kumpel, den hat er immer gemacht. Du meinst immer, mach die mal mit dem Tor schießen. Welcher Kumpel? Irgendeinen? Oder kennen wir den? Nee, kennt ihr nicht. Nee. Und seit wann hast du den? Seit dem Tor gegen Wolfsburg. Ich finde ihn ziemlich gut. Eieiei. Das Spiel ist doch kacke. Erzähl doch! Ey, ich weiß nicht, ist das bei FIFA dann nein, so, dass er zählt? Nein, ist mir egal, erzähl. Doch, das kommt schon. Ich glaub schon. Ich glaub schon. Okay. Dann, oh, Mann, Alter! Mike. Entengrütze. 2 Treffer ist in Ordnung. Es ist gut. Zweite Übung ist, wir hängen die fest in den linken und rechten Winkel und die bleiben da. Nicht vom Elfmeter, sondern du darfst reinlaufen, so ein bisschen. Kennst du? So reinlaufen. Das ist doch, und dann, das ist doch zu einfach. Mach vom Elfmeter. Habt ihr es gehört? Er sagt, das ist einfach. Also 6 Treffer, ja? Nee, ich sag 3. Okay. Eieiei. Okay. Erster Schuss, weg. Ey, was ist da los, Mann? Okay. Oh. 0 Treffer hier. Jetzt linke Seite. Oh. Das war quasi Latte. Hätte doch getroffen, oder? Berühren zählt doch. Du musst rein. Was da musst du? Ey, das Spiel ganz falsch verstanden. Sie haben mir gerade Infos. Oh, sehr gut. Ja, da musst du berühren. Guck mal, wir müssen dich nur sauer machen. Jetzt hast du getroffen. 2. Treffer, letzter Schuss. Oh mein Gott, das Spiel ist doch kacke, ja. Danny, letzte Übung? Ich spiel nicht mehr. Wie kann jemand schlecht verlieren? Arne, der erklärt mir das Spiel falsch. Marlene, erklär mal das Spiel richtig, bitte. Der erklärt mir das falsch. Hier hast du nur 3 Schuss. Für jedes Ding ein. Okay. Für Danny Nanny, ich drück dir sehr meine Däumchen. Danke, danke. Oh mein Gott, ja. Was denn? Der Kleinste? Was denn? Hammer. Sehr gut, Jordan. Glückwunsch. Danke, danke. 5 Treffer? 5000 Punkte? Ja, super. Du gehst jetzt Mittagessen, stärkst dich ein bisschen, dann gibt es die 2. Trainingseinheit und dann gucken wir, ob Jordani Nani auch so gut abschneidet oder eventuell sogar besser an der Konsole. Also Jordan, deine FIFA-Skills, Skala 1 bis 10, 10 ist Eli, 1 bin ich. 6. Eine 6. Also ich habe da auch schon andere Töne von dir gehört, dass du so richtig gut bist in FIFA. Wir wollen testen, ob dein virtuelles Ich ja, besser ist als dein reales Ich sozusagen.
Und wenn du das schaffst, ja, also wenn du im FIFA besser bist als draußen, dann haben wir hier ein kleines Geschenk für dich. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du leider einen Spieler aus deiner Startaufstellung aus deinem Foot-Team streichen. Aber du hast natürlich auch die Chance auf einen tollen Gewinn. Du musst einfach gut performen. Wir haben wieder 3 FIFA-Skillspiele, dieselben, die du draußen gemacht hast. Und mal gucken, wo du besser abschneidest. Bitteschön. Präzise Elfmeter war unsere erste Übung, genau. Jordan, 42. Elfmeter 42? Das ist richtig schlecht, oder? 42, das war sogar rot markiert. Okay, erster Schuss. Erster Schuss links oben. Ey, was ist das? Das ist da oben. Okay, nee, wir zählen auch nur Treffer, ne? Okay, der erste war schon vorbei. Noch 5 Versuche. Das ist doch schwer, das ist einfach. Alter, was ist denn los? Vor allen Dingen, du hast es ja ausgewählt, ne? Jawollo! Sehr gut. Sonst wäre es auch peinlich langsam. Ja. Okay, das war gerade ich beim Lattenschießen, Freunde. Ey, was passiert da? Okay, letzter Versuch. Du kannst noch das, was du draußen geschafft hast, noch schaffen. Ey, das Spiel ist kacke. Was ist da los? Das Spiel. Ja. Sieht dich an mir. Ja, ja, klar. 33, ey, was soll ich? Schon Danny Nanny 33, ja? Auch wieder 6 Versuche? War das getroffen? Ja, natürlich. Okay, den habe ich auch gesehen, aber der erste, oh, der war nicht. 3 Versuche noch? Okay. Okay, sehr gut. Aus dem Lauf klappt also besser. Okay. Einer noch. 2. Okay, genauso wie draußen. Okay, kommen wir zur letzten Übung. Das war dieser Heber. Oh! 75. Ey, ja, wie ist gut. Ey, ist ein falscher Spieler, warte. Maxi, hey, ich hab mich ausgewählt. Immer noch Maxi. Den ich Maxi einfach, ja, Maxi. Okay, du hast auch, läuft auch auf Zeit, ne? Ah, okay, achso. Ey, wie geht es? Achso. Maxi, guter Ball! Ja! Guter Ball, oh, Maxi! Schade, auch da zählt nur der Treffer. Klatsch, der Junge, ja, der war drin. Einer ist drin. Einer ist drin. Okay, letzter Ball. Maxi, super Ball. Oh. Maxi, super Ball. Super Ball, Maxi. Du hast draußen 2 bei der ersten, 2 bei der zweiten, 1 bei der letzten. Und jetzt hast du 1 bei der ersten, 2 und 2. Nee, Gleichstand, ne? Ist es Gleichstand? Aber, John, wir haben ja gesagt, du musst besser sein. Dicker Ronaldo? Mhm. Pelé? Okay, ich zeig mal kurz hier rein. Das ist eine Fotoaufstellung. Auf wen kannst du gar nicht verzichten? Ich will auch nicht so gemein sein. Die 3 Ikonen und Cristiano Ronaldo. Pelé wäre richtig scheiße, ne? Ja. Okay, ich kicke jetzt den dicken Ronaldo. Aber nicht abstoßen! Doch, weg damit! Abstoßen! Ja, ja klar, abstoßen! Abstoßen! Ja, natürlich! Hast du die geschenkt bekommen? Ja, natürlich! Nein, 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 ich stoß nicht ab, ich stoß nicht ab. Nein, dann macht jemand anderes. Alisson Becker? Okay, Alisson Becker geht jetzt. Bist du bereit dafür? Es tut mir leid, aber du hast ja alle Möglichkeiten, ja? When I see you again. Und für gute Verlierer gebe ich natürlich trotzdem mein Geschenk. Schon cool. Das ist 50 Cent, ne? Ja. Nee, das bist du. Du siehst. Nein, aber du weißt, 50 Cent Album. Cent, ja? Let me take you to the candy shop. Jordan, dann haben wir als natürlich darf nicht fehlen hier. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Bei Ein Tag mit, jeder, der hier bei uns ist, der schreibt in dieses schöne Freundebuch. Okay. Und da schreibst du noch, auch noch rein, ja? Okay. Lass mich die machen, wenn ich groß bin. Nur schon groß. Ja, vielleicht mal ausziehen. Fangen wir mal damit an. War ausziehen. Ich möchte Angela Merkel sagen, ey, du bist richtig cool, ey. Ist aufgepasst. Komma. Signature Move, Doppelpunkt, Gänsefüßchen unten. Ey, Komma. Du bist richtig cool, ey. Und sogar ey, Komma, ne? Ja, das ist ich bin doch, ich bin Beethoven. Muss ich schütteln?
Warum dauert es so lange? Also Jordan, ein langer Tag geht zu Ende. Ich würde sagen, hier, das nehmen wir jetzt mit zu dir nach Hause. Okay, du darfst zu Hause essen und wir setzen uns ins Auto, ne? Ja, machen wir. Top. Tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Ey, irgendwann reicht doch. Himmel, Arsch und Zwirn. Wie war das generell? Redest du mit deinem Vater dann auch nach Spielen? Sagt er, hey Jordan, das fand ich richtig gut und ich habe mir das Spiel aber nochmal angeguckt, das fand ich nicht so gut. Ist das tatsächlich so ein Gesprächsthema oder sprecht ihr nicht so viel? Ja, also damals war es extremer, aber jetzt mittlerweile nicht mehr so viel. Also wir reden auch in unserer Freizeit kaum mehr über Fußball. Also damit ich mal abschalten kann von dem ganzen Stress. Ja. Ja. Ich bin, glaube ich, die Mitspieler in der Kabine öfter als meine Familie, deswegen meine Familie einfach abschalten, deswegen reden wir nicht so viel über Fußball. Da gucken wir ab und zu Fußball zusammen, die Champions League oder so. Mhm. Wenn du Champions League guckst, hast du einen Lieblingsspieler, wo du sagst, boah, dafür schalte ich auch extrem gerne Champions League ein, weil man die Spieler ja normalerweise im Liga-Alltag nicht so verfolgen kann? Ehrlich gesagt, ich gucke Champions League und bin dabei am Handy, so, weil ich muss mich selber um meinen Verein kümmern so, und halt, da nicht so viel Zeit, so über andere oder mich über andere Spieler zu freuen. Ich will meinen Job so gut machen, wie es geht. Und deswegen, ich guck zwar die Spiele auch, wenn die interessant werden, aber so wirklich richtig verfolge ich das Ganze nicht. Wer ist dein Lieblingsspieler bei Hertha? Mit wem spielst du am liebsten zusammen? Dedrick? Ja. Er ist ja auch schon 30, ne? Ist das so ein bisschen wie dein großer Bruder? Ja, würde ich schon sagen. Ja, ähnlich wie Brooks damals. Mhm. Er gibt mir immer Tipps, sagt mir, was ich besser machen kann. Und einfach ein ruhiger Typ. Auch wenn ich Hitzkopf manchmal die Bombe droht zu explodieren, dann gucke ich ihn nur an, dann macht er irgendeine Geste und dann werde ich auch wieder ruhig. So. Deswegen ist Dedrick auch so wichtig, auch für mein Spiel. Wenn du jetzt auf 2021 guckst, was ist so dein persönliches Ziel? Also muss es noch nicht mal Fußball sein, sondern einfach so dein persönliches Ziel? Mich nochmal persönlich weiterhin zu entwickeln, also nochmal einen Schritt nach vorne machen, ich will auch Verantwortung übernehmen. Sorry Dedrick, aber irgendwann schnappe ich mir die Winde. Also gut spielen und noch eine Schippe drauflegen wie letzte Saison. Ich glaube fest daran, dass ich noch besser spielen kann oder noch besser Leistungen erzielen kann. Und will, wenn ich dann nicht zur EM fahre, will ich dann zumindest zur Olympia fahren. Ja. Olympia und WM ist ja in Katar. Ja, ja, das kann ich auch machen. Da kann ich auch mitnehmen. Also da will ich nicht Nein sagen. Jordan, danke für den Tag. Guten Hunger, gibt's noch Essen? Fufu? Ja, nee, kein Fufu, das kann ich morgen nicht trainieren. Hat Spaß gemacht? Ja, mir auch. Willst du noch was sagen? Hier rein, Ben. Ja, ich grüße alle Hamburger, Mitburger und Cheeseburger und wir sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut.